Heute wird sexy. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Guarana, No Sleep, Aphrodisiac, Passion Fruit. Die Guarana Energy Drinks aus Serbien, wenn ich mich nicht total irre. Ich kann das alles sehr schlecht übersetzen, was da auf der Rückseite steht. Weder das Serbische noch das Mazedonische. Hat ein einfaches Eulendesign. Die Eule scheint ein bisschen böse. Und in dieser Version hat sie auch noch, naja, was im ersten Moment wie Kratzer aussieht, aber irgendwie noch einen Querstrich hat. Vielleicht auch ein Zählsystem? Jedenfalls ist die Dose rot und damit noch anziehender als die originalgrüne oder die kaktusgelbe Dose. In diesem Fall haben wir Extras wie Hot Energy und Sexy Beast. Und das Ganze hat einen richtigen Namen, und zwar das Aphrodisiac. Warum? Weil es powered by Maca Masa Plant ist. Das ist zu Deutsch auch der peruanische Ginseng. Der soll allerlei gute Sachen, Leistungssteigerung und so weiter können. Gibt aber keine Studie, die das großartig rausgefunden hat. Wobei es hilft, ist bei sexuellen Funktionsstörungen. Und wenn wir schon bei den Inhaltsstoffen sind, natürlich ist tatsächlich Ginseng drin, sonst dürften sie es ja wahrscheinlich auch nicht draufschreiben. Außerdem natürlich Koffein, 32 pro 100, und Taurin habe ich gefunden. Danach verlässt mich ein bisschen mein Serbisch. Meine Erwartungen sind recht hoch, denn das Original vom Guarana No Sleep ist doch so das Beste an klassischem Energy Drink, was ich bisher in den Balkanländern gefunden habe. Naja, mit Passionsfrucht kann man nichts falsch machen, ansonsten riecht es aber nach wie vor einigermaßen herbe. Ich bin gespannt. Ich trinke diesen Guarana No Sleep Aphrodisiac Passion Fruit auf die Phase, in der der Schweiß trocknet. Prost! Passionsfrucht ist da, aber gering. Ist nur eine kleine fruchtige Süße. Ansonsten haben wir eher was Kräuteriges, eher was Würziges. Und ja, wahrscheinlich wird das irgendwie ein bisschen der Ginseng sein, ein bisschen aber auch der Grundgeschmack von dem Energy Drink, der nämlich irgendwie nicht wie unsere ganzen typischen, ungefähr gleich schmeckenden Red Bull-Klone in Westeuropa schmeckt. Sondern herber, sondern irgendwie intensiv, rau, würzig. Ich mag das. Irgendwie ist es interessant. Ob ich den also, ja, ich würde den wieder kaufen. Wie schon das Original von Guarana No Sleep. Auch der nicht unempfehlenswert. Wem ich das empfehlen kann, da, ganz schwer zu sagen. Man muss ein bisschen auf die Süße des Energy Drinks verzichten, aber ansonsten ist das schon irgendwas, was viele mal interessant finden können. Glaube ich. Probiert's aus. Tschüss und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Vielen lieben Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen und Abonnieren und natürlich auch fürs Glocke drücken und kommentieren, wie euch das Design der Dose oder der Geschmack des Energy Drinks gefällt. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi.